Lieben, heute habe ich wieder ein leckeres veganes Rezept für euch, und zwar für eine super schnelle Schupfnudelpfanne. Dafür benötigen wir schon fertige, frische Schupfnudeln, natürlich vegane. Normale Schupfnudeln sind ja mit Ei, also werden mit Ei hergestellt. Die sind jetzt ohne Ei, deswegen vegan. Ich habe die hier von der Penny Eigenmarke Food for Future. Die sind sehr gut, die hatte ich schon mal. Und 500 Gramm benötigen wir, wie gesagt. Ihr könnt die natürlich auch, also den Teig, die Schupfnudel komplett selbst machen. Ich habe leider aktuell kein Rezept online, aber in den nächsten Wochen wird noch ein selbstgemachtes Schupfnudelrezept von mir online kommen. Deswegen, ja, lasst mir sehr gerne ein Abo da, dann seht ihr das auch. Folgt mir sehr gerne auch auf Instagram, der Link ist in der Infobox. Und ich werde euch in circa einer Woche noch ein weiteres Schupfnudelrezept verlinken und in der Infobox. Deswegen, ja, wenn ihr mir folgt, wenn ihr mein Abo da lässt, seht ihr das dann auch. Das ist mit geräuchertem Tofu, unter anderem Pilzen etc. Deswegen, ja, schaut da auch gerne dann rein. Zudem benötigen wir eine rote Paprika, eine große Zwiebel, egal ob rot oder weiß. Ich habe jetzt hier eine rote, ihr könnt aber auch eine weiße verwenden. Außerdem eine große Knoblauchzehe, die werde ich heute aber weglassen. Circa 100 Gramm frischen Rucola. Außerdem natürlich auch Salz und Pfeffer zum Würzen. Sowie einen Esslöffel Margarine oder einen Esslöffel vegane Butter. Und etwas Sonnenblumenöl. Da könnt ihr auch Rapsöl verwenden. Ich würde aber Sonnenblumenöl empfehlen. Ja, das sind jetzt auch schon alle Zutaten. Nicht sehr viele. Es ist eine super schnelle Blitz-Schupfnudelpfanne eben. Und dann können wir auch schon beginnen. Zuallererst habe ich meine Paprika in Streifen geschnitten. Könnt ihr auch in Würfel machen, so wie ihr mögt. Ich habe es jetzt in Streifen geschnitten, genauso wie meine rote Zwiebel. Wie gesagt, ihr könnt auch eine weiße nehmen. Habe ich ebenfalls in so Halbringe gemacht. Könnt ihr aber auch würfeln. Die Knoblauchzehe lasse ich heute weg. Ansonsten klein, fein hacken oder mit der Knoblauchpresse pressen. Und in einer großen Pfanne habe ich jetzt einen Esslöffel, also einen gehäuften Esslöffel Margarine hineingegeben. Da könnt ihr auch einen gehäuften Esslöffel vegane Butter reingeben. Und zusätzlich habe ich so einen guten Schuss, so 2-3 Esslöffel Sonnenblumenöl hineingegeben. Alles jetzt gut erhitzt. Margarine ist gerade noch am Schmelzen. Wenn die Margarine jetzt auch verschmolzen ist mit dem Sonnenblumenöl, werde ich meine Packung Schupfnudel komplett hineingeben und gleichzeitig auch die Paprikastreifen und die Zwiebelringe. Und alle drei Zutaten zusammen schön gut anbraten für ein paar Minuten. Erst auf höchster Stufe und dann ein bisschen zurückdrehen, ansonsten verbrennt das ja. Also erstmal schön anbraten, damit die Schupfnudel auch ein gutes Aroma bekommen und die Paprika natürlich. Und dann einfach nach 2-3 Minuten eben unter ständigem Rühren einmal auf niedrige Stufe zurückdrehen. Und dann sehen wir uns wieder. Nachdem die Schupfnudeln mit den Paprikastreifen und den Zwiebeln gut angebraten sind, würde jetzt die Knoblauchzehe hineinkommen. Wie gesagt, entweder reingepresst oder klein geschnitten. Und zugleich würzen wir das mit Salz und Pfeffer. Und jetzt geben wir auch schon den ganzen Rucola noch dazu. Den habe ich vorher noch gewaschen. Einmal alles gut verrühren. Eine knappe Minute noch drinnen lassen. Und dann können wir das Ganze auch schon anrichten. So, dann können wir das Ganze auch schon anrichten. Meine Schupfnudelpfanne ist nun fertig. So sieht das Ganze angerichtet aus. Hier habe ich jetzt die Hälfte auf dem Teller. Ich habe das noch mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt und würde mich sehr freuen, wenn ihr das ausprobiert. Es ist ein super schnelles Blitzrezept, würde ich mal sagen. Nicht viel Aufwand, zumindest wenn ihr die fertigen Schupfnudeln jetzt nehmt und nicht selbst macht. Und ja, super lecker, gesund, ja, schmeckt sehr, sehr gut. Und wie gesagt, lasst mir sehr gerne ein Abo da, darüber würde ich mich sehr freuen. Und schaut gerne in einer Woche vorbei, da seht ihr das zweite Schupfnudelrezept von mir. Verlinke ich euch dann im Nachhinein hier unten. Oder ihr seht es sowieso, wenn ihr mir jetzt ein Abo dalässt. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin.